Hallo liebe Gaming-Freunde und willkommen zurück zu Final Fantasy X-2. In der letzten Folge waren wir Ausgrabungen machen in der Wüste und es fehlen nicht mehr viele Orte und dann sind wir mit dem ersten Kapitel soweit durch. Und zwar waren wir hier und können jetzt nach Bevel und wir haben 18%, yes! So, keine Mission. Hier ist der Hauptsitz Neu-Jevons, der Organisation, die während der stillen Zeit gegründet wurde. Schauen wir mal rein, Bevel. Das waren Zeiten. Bevel remains at the heart of Spira, even today. It's also the place where I was born. I suppose that makes it my hometown, but I can't say that I have a lot of fond memories here. Oh, und wir dürfen den ganzen Weg hier lang gehen, oder wie? Na super. Ich lasse es jetzt einfach mal mit allen hier zu sprechen. Außer mit Personen, die mir wichtig vorkommen. Hier ist ein Kind, hallo. Und alle sind hier sehr nobel gekleidet. Und früher waren hier aber alle ziemliche Arschlöcher. Kann ich da rein? Einfach so? Ja, anscheinend schon. Okay, den Ort haben wir in Final Fantasy X nie gesehen. Lady Yuna, bitte hier entlang. Ich bin keine Lady mehr, ich bin kein Medium mehr. Oh, the High Summoner. Sprich mich nicht so an. I see you finally decided to join New Yevon. Was? You do us much honor, my lady. Lord Braska, may he rest in peace, would be proud. I will summon the Praetor immediately. I beg your leave. Ich hab doch... Warte, stopp! Wie bitte? Pushy, isn't he? We should leave. Hey, what's the matter, Uni? Well, you see, there was this arrangement, with the son of the chairman of New Yevon. I turned the offer down, but I thought it'd be kind of awkward. Yuna? You're probably right. Let's go. Huh? No, wait! Wait! Hey! Oh! Das wäre dann wohl ihr zweiter Heiratsantrag, den sie bekommen hat in ihrem Leben. Pleasure, Lady Yuna. I am Barilai, Praetor of New Yevon. So, you're the chairman's son? Ah, as it happens, the chairman has recently resigned, as did his son, the Praetor. They were trying to take too much power. We had to ask them to leave. Now the younger members run the party, by mutual consensus, of course. I'm sorry to hear that. So you see, Lady Yuna, it is not I that was meant to marry the High Summoner. My. Not that we wouldn't appreciate your support. On the contrary, you'd be most welcome. I understand if your feelings toward Yevon are mixed. But I would hope that you could put that aside and join our cause. The world is changing, and there are many who are finding it difficult to keep up. New Yevon wishes to help those who feel lost in the winds of change. If you'll excuse me, there are matters which require my attention. Oh, and should you come across any spheres of Spira's past, please do let us know. Uh-huh. My lady? Ooh. So, what do you think? What? Pain? I think I've heard enough. What now? Falls wir auf einen Spheroiden von Spiras Vergangenheit treffen sollten, möchte er den haben. Das sagt er zu Sphero-Huntern. Hallo? Mal gucken, was hier drinnen abgeht.
Ja, Riku kann natürlich nur wieder an das eine denken, ne? Also, böse, böse, böse. Ach ja, hallo. Wir nennen uns vorsätzlich Yevon, damit wir uns nicht von unserer Vergangenheit abwenden. Ah, die war ja nicht so schön. Kann ich hier rauf? Jo. Hi. Ach, das ist der Typ. Barley, hinter dem Kanzlertitel verbirgt sich nichts anderes als ein Mädchen für alles. Dies mag nichts Überragendes sein, aber nehmt das als Zeichen der Freundschaft an euch. Oh, Accessoire Diadem. Dankeschön. Mir ist natürlich bewusst, dass man sich bei euch mit solchen Dingen keine Gunst erlangt. Achso, das hatten wir jetzt schon. Okay, kann ich hier lang? Nein. Nein, 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 nein. Also, ne, wieder runter. Und ich glaube, mehr gibt's hier auch erstmal nicht. Hier geht zwar noch links und rechts lang, aber ich meine, hier war sonst nichts. Hallo? Wo geht's da lang? Gar nicht. Was sagst du dazu? Hier ist der Zutritt verboten. Okay. Mal sehen, was die andere Seite sagt. Wahrscheinlich dasselbe. Boah, ist das nebelig. Aber hier ist auch nichts. Bitte begebt euch nicht weiter hinein. Was verbirgt ihr jetzt schon wieder? Es ist Yevon. Ihr verbergt immer was. Das passiert, wenn man nachtragend ist. Aber ich denke, wir haben hier jetzt alles getan, was wir tun mussten. Wo? Lady Yuna, es ist mir eine Ehre, euch zu begegnen. Ich bin kein Medium mehr. Lasst es sein. Hört auf, euch zu verneigen und das Gebet zu zeigen, weil sprechen tut ihr es ja nicht. Das war dieser Blitzballgruß damals. Alles klar. Und den ganzen Weg zurück. Steh mir nicht im Weg rum, Kind. Wenn wir unten rausgehen, kommen wir, glaube ich, in Makalania raus. Ne? Stimmt's oder habe ich recht? Ja. Genau. Jetzt müssten wir an der Kreuzung rauskommen. Yep. Gut, ich werde aber erst aufs Flugschiff gehen und dann geht's zur stillen Ebene. Ich meine, okay, die stille Ebene ist direkt nebenan, aber ich habe wieder die Befürchtung, dass mir dasselbe Schlamassel wie in Illuminum passiert, dass ich die Eingangsszene verpasse. Und das möchte ich nicht, deswegen steuern wir das mit dem Flugschiff an. Ja, 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 ja. Nach Sendekind und Besaid gehen wir auch noch. Später. Weil diese Ziele dazu führen, dass wir ins nächste Kapitel kommen. Und das möchte ich noch nicht. Stille Ebene. Keine Mission. Hier haben einst die hohen Medien gegen Sin gekämpft. Mittlerweile ist dieser Ort voller Touristenattraktionen. Oh, da bin ich mal gespannt. The Calm Lands. Many summoners used to cross these plains, their hearts heavy with the weight of their pilgrimage. I was no different, but the calm lands we knew have changed. Huh. Ooh, I love these games! I have 100 Argent credits. Well, I have 100 open-air credits. Open-air what? Well? Okay, die Spieler der... Spieler? Die Spiele der stillen Ebene. Spricht man die Angestellten auf der Ebene an, kann man die Attraktionen nutzen. Doch dazu braucht man auch sogenannte Punkte, die man entweder kaufen oder bei den Attraktionen gewinnen kann. Vor jeder Attraktion steht jeweils ein Angestellter der Blauling GmbH und der Silberling GmbH. Und die Attraktion nutzen zu können, muss einer der beiden angesprochen werden.
Jede GmbH akzeptiert nur ihre eigenen Punkte. Blauling GmbH, Blauling-Punkte, Silberling GmbH, Silberling-Punkte. Beide bieten im Prinzip dieselben Attraktionen an. Die Blauling GmbH und die Silberling GmbH sind Rivalen, wer hätte es gedacht. Gesammelte Punkte können gegen Items eingetauscht werden, das Angebot ist bei beiden jedoch verschieden. Durch ständiges Nutzen der Attraktion entwickelt sich die entsprechende GmbH. Vielleicht passiert etwas, wenn man eine GmbH stets bevorzugt. Und ich habe hier schon in der Eingangssequenz einige Kisten gesehen. Zum Tempel Remium kann man aber nicht mehr, ne? Kann ich darüber hüpfen? Oder ist die Brücke repariert? Oder? Ja! Oh nein, der Weg ist versperrt. Schade. So einige alte Orte würde ich schon gerne mal wieder besuchen. Oh, Sturzspecht im Oversoul. Das kann ja heiter werden. Ja. Wir sind zu stark für die stille Ebene. Hey, aber wir bekommen Äther. Das ist sehr gut. Aber hier ist leider zu. Schade. Schade. Ach, hier gibt es so viel zu erkunden, weil die stille Ebene ist ja nicht mal. Die ist ja nicht klein. Die ist riesig. Kann ich nicht runterspringen oder muss ich wieder hochspringen? Nee, ich spring runter. Okay, Kiste. Noch ein Äther. Sehr gut. Hier war ja auch die Monsterfarm. Boah, hab ich viel Zeit in dieser verdammten Monsterfarm verbracht. Time to clean up. Right behind you. Da hätte ich glatt ein eigenes Let's Play draus machen können mit 100 Parts. So viel war ich in dieser Monster-Arena beschäftigt. Ach ja. Oh! Stopp! Weiß Magie. Brotes? Nein. Oh! Da habe ich kurz nicht aufgepasst. Und noch ein Levelaufstieg. Sehr gut. Kurz nicht aufgepasst und dann sowas. Nee, nicht Ausrüstung. Weiß Magie bitte. Boah, die hat aber auch viele HP, ey. Die gute Pain. So, jetzt laufe ich erstmal hier am Rand entlang. Und schau, ob ich am Anfang der Ebene noch was finden kann. Ach ja. Schön ist es hier. Die Gegner hier sind wirklich Pipifax. Ach, jetzt möchte ich einen Schokobo haben. Zum Reiten. So, jetzt müsste sich auch die Sicht etwas ändern. Jaha. So, und es lohnt sich hier eigentlich auch nicht, die Kämpfe rauszuschneiden. Weil die sind sogleich erledigt. So, bevor du deinen Zauber da machst, möchte ich dich erledigen. Danke! Schönes Tier, aber weg mit dir. Augentropfen gibt es. Dankeschön. So, und da leuchtet was auf der Karte. Ist da hinten ein Schokobo oder ist das nur ein Stück Felsen? Keine Ahnung. Was ist mit euch los? Willkommen im Wettbüro der Blauling GmbH. Hier können Sie auf das Wolfsrennen setzen. Ich habe keine... Oh, PR-Menü. Stimmt ja, da war ja was. Ich weiß nur nicht, ob ich das bei der Blauling GmbH machen soll oder bei der Silberling GmbH. Das weiß ich nicht. Willkommen im Wettbüro der Silberling GmbH. Ah, hier kannst du Wetten für die Wolfsrennen abschließen. Hier ist auch so ein PR-Menü. Ich würde gern zum Luftmobil. Ah, kosten 10 Punkte. Oh, wir haben ja 100 Punkte. Stimmt ja. Die Mädels. Wettbüro fürs Echsenrennen, für Flügeltombola Richtung Makalania, Richtung Gagaset, Richtung Reisebedarf. Ich möchte gerne Richtung Reisebedarf. Damit wir den ganzen Weg einfach nicht laufen müssen. So, hier ist der Reisebedarf. Wunderbar. Gibt es hier Kisten oder so? Nee. Ich würde gern noch ein bisschen hier rumlaufen und die Kisten einsammeln und auch mal da hinten in das Gebiet, was wir gerade sehen. Ach, die sind so schön.
Weil da hinten haben wir doch auch mal das Solaris-Siegel benutzen müssen in Final Fantasy X. Damit wir Tidus Waffe bekommen. Ja. Da möchte ich auch mal kurz vorbeischauen. Und wie gesagt, Kisten. So, da hinten sehe ich nämlich schon eine. Los, 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 Yuna, lauf, 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 lauf. Nicht hängen bleiben, laufen. Wer steht hier bitte eine Kiste hin? Hey, aber die Aussicht ist wunderschön. Oh, eine Biene. Oder Wespe. Eine Wespe. Hauptsache, das Vieh vergiftet uns nicht. Wunderbar. Wie Pain rumhampelt, ist super. Hallo, Kiste. Chocobo-Feder. Ja, das macht uns schneller, wenn wir das einsetzen. Hat einen schönen Hasteffekt. Und ihr seid schon wieder alleine. Also, okay. Diesmal ist das Vieh nicht alleine. Aber, ach, egal. Ich spiele schon wieder zu lange. Weg mit dir. So, hier ist die Stelle. Nee, da vorne ist die Stelle. Ich sehe es auf der Karte. Schon wieder ihr zwei. Geht weg. Wenn ihr nicht so schnell erledigt werdet, würde ich das einfach rausschneiden. Aber ihr seid... Das braucht keine Minute. Und dann seid ihr weg. Ja, da freut sich die Yuna. So, da möchte ich runter. Sie sagt nichts dazu. Schade, dass sie nichts dazu sagt. Wirklich schade. Das hätte ich mir gewünscht. Gut. Dann würde ich sagen, gehe ich mal im Schnelldurchlauf schnell zur anderen Kiste. Nein. 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 Ich würde sagen, ich spule mal schnell zur Stelle vor, wo ich die Kiste in der Eingangsszene gesehen habe. Weil bis wir da sind, dauert das auch schon ein Weilchen. Die stille Ebene ist halt einfach riesig. Riesig. Da kannst du dir einen Wolf laufen. Oh, Notregener gelernt. Super. Finde ich gut. Finde ich gut. Aber jetzt erstmal ab zur Kiste. Ich habe dich genau gesehen. Du kannst dich nicht verstecken. Mann, da muss man ja echt einen riesen Umweg gehen. Kommt davon, wenn man alles haben möchte. Selbstschuld, Nudel, Selbstschuld. Präventivschlag, juhu! So, und wehe, das hat sich nicht gelohnt. Phönixfeder. Yay! Kurz mal in die Abilities schauen. Wir haben ja wieder was gelernt. So. Präventivschlag. Okay. Oh, höhere Chancen auf einen Erstschlag ist eigentlich auch ganz gut. Ich möchte aber als erstes und Tschüss lernen. Und obwohl... Wir können ja auch immer jederzeit türmen. Das geht ja auch. Fangen wir mal hier an. So. Hast du auch was gelernt? Nee. Du lernst noch Kugelhagel 2. So, du hast aber Notregener gelernt. Notmauer. Löst in Notsituationen Shen und Protes aus. Ich würde sagen, wir machen hier einfach von Anfang an weiter. Wunderkerze. Halt Nutzer von Zustandsveränderungen und stellt HP wieder her. Wunderbar. Apropos HP wiederherstellen. So. Und wo wir schon mal hier in der Ecke sind, würde ich sagen,
gehen wir vielleicht mal in Richtung Monsterfarm, falls es die so überhaupt noch gibt. Goblins at your service. Weg mit dir, weg mit dir und weg mit dir. Vielen herzlichen Dank. Die Richtung. Und dann würde ich sagen, gehe ich erstmal speichern. Mhm, das mache ich. So, hier irgendwo war doch der Eingang. Da, ich sehe ihn auf der Karte. Hier ist der Eingang. Hallo? Gefahr liegt in der Luft. Lieber nicht hier hineingehen. Okay, das werden wir später noch erfahren, was hier genau hinkommt. Aber ich würde sagen, ich setze hier erstmal einen Cut. Ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Und dann werden wir gucken, was wir mit der Blaulings- und Silberlings-Dingsbums GmbH so machen können. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wenn ich mit Juna winken könnte, würde ich jetzt winken, wie ich es gerade hier auf meinem Stuhl tue. Tschüss!